Hey Jumba, willkommen in Night City und in diesem Video. Der Junk Glitch wurde mit 2.02 gefixt und damit ist es jetzt nicht mehr möglich, unendlich viel Kohle damit zu produzieren, dass man Junk Stacks immer weiter dupliziert durch einen Fehler in der Dropbox oder bei irgendeinem Verkäufer. Aber es gibt eine andere Möglichkeit und die werde ich dir jetzt hier in diesem Video zeigen. Vorab noch ganz wichtig, der Ort, den ich dir zeige, also die Location, die steht stellvertretend für viele andere Orte, wo du die gleiche Situation vorfinden kannst. Welche das genau ist, wirst du gleich hier sehen. Wir beginnen am Schnellreiseterminal Crest Street. Hier mal die Karte, damit du siehst, wo wir genau sind. Von hier aus legen wir los. Zunächst laufen wir links am Terminal vorbei und halten uns dann immer rechts. Hier finden wir ein Bargestlager und hier ist es nun ganz wichtig, dass du wirklich alle, ausnahmslos alle Soldaten der Bargest hier killst. Und zwar auch da oben in den einzelnen Containern, da können sich manchmal noch welche verstecken. Also wirklich restlos alle töten, das ist auf jeden Fall wichtig. Wenn du dann hier im Eingangsbereich fertig bist, dann geht's weiter. Es geht hier ins Gebäude rein und hier im Gebäude musst du dann eben auch alle Leute erledigen, die du hier irgendwo findest. Und dann geht's weiter durch einen Tunnel und dieser Tunnel führt uns tiefer ins Gebiet hinein. Hier kommen wir dann zu diesem Durchbruch und der führt dann in ein nächstes Gebiet oder besser gesagt in einen nächsten größeren Raum und auch hier musst du wieder alle killen. Also im Zweifelsfall geh auch runter und schau da auch am Tor nochmal, da sind meistens auch noch Gegner und die sollst du auf jeden Fall alle erledigen und zwar so, dass du dann auch aus dem Kampf draußen bist, also dass dann wieder alles friedlich ist. Wenn du das dann getan hast und du hast hier alle Gegner erledigt, dann schaust du dich mal um und einer von denen sollte ein Money Shard, also ein Geldsplitter dabei haben. Falls das nicht der Fall ist, dann lauf weiter durch dieses Tor und dann durch den nächsten Tunnel und kill dort auch alle. Es kann nämlich auch sein, dass du den Splitter erst hier findest. Ich habe das mit verschiedenen Vs versucht und jedes Mal gab es hier ein Money Shard, also ein Geldsplitter. Und das sagt mir, dass in diesen Dungeon hier offenbar immer ein Geldsplitter fallen soll. Und das ist natürlich gut für uns, weil wir so einen brauchen. Wenn du dann den Typen mit dem Geldsplitter gefunden hast, dann ist der nächste Schritt ganz wichtig. Du musst nämlich jetzt wieder speichern. Also ganz wichtig, definitiv nicht vergessen, bevor du mit dem irgendwas machst, speichern. Danach lootest du den nicht, sondern du nimmst den einfach auf. Die Leiche bringst du zum nächsten Container und wirfst die einfach hier rein. Danach ist der Lootbag draußen, hier haben wir den, und hier kannst du dann den Geldsplitter looten. Nun bring ein bisschen Entfernung zwischen dir und dem Lootbag und kehre dahin zurück. Wenn der Geldsplitter nicht da ist, kannst du sicherheitshalber mal eine größere Distanz versuchen. Aber wenn er dann immer noch nicht da ist, dann ist klar, der Glitch funktioniert gerade nicht. In diesem Fall lädst du den Speicherstand vor der Leiche neu und hebst diese erneut auf. Nur gehst du diesmal mit der Leiche zu einem anderen Container und wirfst die da rein. Du kannst auch den gesamten Lootbag direkt looten und wenn der dann weg ist, dann kannst du wieder neu laden. Aber wenn der da bleibt, dann weißt du, dass der Glitch funktioniert. In dem Fall wieder Distanz zwischen dem Lootbag und dir bringen und dann läufst du halt hier wieder den Weg entlang und dann kehrst du wieder zum Loot zurück. Und siehe da, wir haben wieder einen neuen Geldsplitter drin, den du dir abermals looten kannst. Und jeder Geldsplitter entspricht halt 9000 Eddies. Und dann wiederholst du das. Du schaust dabei aber immer, dass du die Distanz ein bisschen reduzierst, weil möglicherweise brauchst du gar nicht so weit zu laufen, womit du dir dann einiges an Zeit einsparen kannst. So komme ich dann in diesem Fall auf einen sehr kurzen Weg, weil ich muss hier immer nur hinter den Durchbruch und dann wieder zurück. Und da ist auch schon wieder der Geldsplitter. Das Ganze läuft in Echtzeit, also nichts mit Vorspulen oder so. Und du siehst, wie schnell das geht, hier jeweils einen Geldsplitter abzugreifen und damit 9000 Eddies. Auf diese Weise habe ich das Ganze mal hochgerechnet und so kommst du auf 2,5 bis 3 Millionen Eddies in einer Stunde. Also wenn man diesen Loop eine Stunde lang durchführt, dann hast du auf jeden Fall richtig viel Kohle. Was kann es für Probleme geben? Nun ja, es kann natürlich auch beim zweiten Container sein, dass es nicht funktioniert. Dann musst du es weiter mit dem nächsten Container versuchen. Deshalb
deshalb sind Orte vom Vorteil, wo viele dieser Container zu finden sind. Dazu gehören nicht nur diese Kisten, sondern auch Müllcontainer, Schränke und natürlich auch Kofferräume von Autos, die entsprechend als Container markiert sind. Und ja, natürlich, das Ganze funktioniert mit jeder Art von Splittern, also auch mit Fertigkeitssplittern, also Netrunner, Shinobi und so weiter, aber auch mit Cyberware-Kapazitätssplittern, die man ebenfalls in Leichen finden kann. Und das Ganze läuft dann genauso ab wie eben hier mit dem Geldsplitter. Wichtig zu sagen, das Ganze funktioniert nicht nur hier in Dogtown, sondern überall in Night City, wo man diese Geldsplitter findet. Also, wenn du an irgendeinem Ort einen Geldsplitter findest, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der dort immer bei irgendeinem NPC fällt. Also bedeutet das für dich, bevor du irgendeine Mission oder irgendeinen Bereich betrittst, wo du viele Leute töten kannst, am besten mal speichern zur Sicherheit. Und wenn du dann auf deinem Weg einen Typen mit Geldsplitter getötet hast, dann kannst du diesen Bereich neu laden und das Ganze mal taktisch angehen, um zu schauen, ob der Geldsplitter da immer fällt. In diesem Fall, also bei diesem Dungeon, sage ich jetzt mal, ist es so, dass die Soldaten später auch nachspawnen und auch beim späteren Versuch hat dann wieder ein Soldat einen Geldsplitter fallen lassen. Ich weiß aber nicht, wie häufig die da spawnen, aber ich gehe mal davon aus, dass in diesem Bereich die Barges-Soldaten immer wieder neu spawnen. Vorausgesetzt natürlich, man verlässt das Gebiet, also man travelt irgendwo anders hin und lässt ein oder mehrere Tage vergehen, damit dazu die Chance besteht. Tschum, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.